Jeden Morgen verlässt Jenny ihren Stall und spaziert durch ihr Viertel im Frankfurter Stadtteil Fechenheim. Die weiße Stute weiß genau, wo sie hin will. Zu ihren Lieblingswiesen am Main. Den Weg kennt sie in- und auswendig. Auch in Zeiten der Corona-Krise kennt Jenny keine Beschränkungen. Sie geht hin, wo sie will. Also sie hatte keine Grenzen. Die kann, darf weiter reisen als mir. Wir haben ja Reisebeschränkungen momentan. Angst vor der Straßenbahn hat Jenny auch nicht. Sie macht das ja schon seit mehr als 10 Jahren. Jeder kennt sie, egal wo sie hinkommt. Sie wird überall freudig begrüßt. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen froh, wenn sie jemanden haben zum Kuscheln. Damit keiner auf die Idee kommt, Jenny sei entlaufen oder habe sich verirrt, trägt sie dieses Schild um den Hals. Die Polizei musste sehr häufig rausfahren und schauen, was das ist. Und nach hat sich das jetzt aufgrund dieser Information, den sie um den Hals trägt, gelegt. Am Nachmittag heißt es für Jenny zurück in den Stall. Ihr Besitzer Werner Weischädel macht sich dann mit seinem Elektroroller auf die Suche nach seiner Stute. Die trottet dann langsam wieder nach Hause. Den Weg kennt sie ja.